Unser Thema heute: Corona-Krise. Kündigungsschutz für Mieter. Der Deutsche Bundestag hat ein Gesetz zur Abmilderung der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beschlossen. Die Regelungen gelten ab dem 1. April und vorerst bis zum 30. Juni 2020. Wir schauen uns heute diese Regelung im Mietrecht an. Mein Name ist Carsten Petzold. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Die Regelungen sollen sicherstellen, dass Mieter und Gewerbetreibende in dieser schwierigen Zeit nicht ihr Zuhause oder ihr Betriebs- oder Ladenlokal verlieren. Wie sieht das im Detail aus? Mietern und Pächtern kann für den Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2020 nicht wegen ausgefallener Mietzahlung aufgrund der Covid-19-Pandemie gekündigt werden. Die Miete bleibt für diesen Zeitraum weiterhin fällig. Es können auch Verzugszinsen entstehen. Mietschulden aus dem Zeitraum von April bis Juni müssen bis zum 30. Juni 2022 beglichen werden. Sonst kann den Mietern wieder gekündigt werden. Mieter müssen im Streitfall glaubhaft machen, dass die Nichtleistung der Miete auf den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beruht. Was passiert, wenn die Corona-Krise auch im Juli noch andauert? Sollte sich herausstellen, dass der Zeitraum von April bis Juni 2020 nicht ausreicht, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise für Mieter von Wohnräumen oder von Gewerberäumen abzufedern, kann dieser Zeitraum durch Rechtsverordnung zunächst um weitere 3 Monate und dann gegebenenfalls auch noch ein weiteres Mal, dann aber nur unter Beteiligung des Bundestages verlängert werden. Ist ein Mieter damit vor Kündigung während der Corona-Krise sicher? Die Regelung erfasst nur die Kündigung wegen Zahlungsrückständen aus den Monaten April bis Juni 2020. Gibt es Zahlungsrückstände aus früheren Zeiträumen, die zur Kündigung berechtigten, oder sonstige Kündigungsgründe, zum Beispiel Eigenbedarf oder Fehlverhalten des Mieters, ist eine Kündigung weiterhin zulässig. Was muss ein Mieter tun, um sich während der Covid-19-Pandemie vor einer Kündigung zu schützen? Ein Mieter sollte dem Vermieter mitteilen, wenn er infolge der Covid-19-Pandemie zeitweise keine Miete mehr zahlen kann. Er muss dies im Streitfall auch dem Vermieter glaubhaft machen. Zur Glaubhaftmachung kann er sich entweder einen entsprechenden Nachweis besorgen, zum Beispiel er kann eine Versicherung an Eidesstatt abgeben oder sonst geeigneter Mittel bedienen. Hierfür kommen in Frage der Nachweis der Antragstellung bzw. die Bescheinigung über die Gewährung staatlicher Leistungen, Bescheinigung des Arbeitgebers oder andere Nachweise über das Einkommen oder auch über den Verdienstausfall. Mieter oder Pächter von Gewerbeimmobilien können dies auch dadurch glaubhaft machen, indem sie die behördliche Verfügung vorlegen, mit denen ihnen der Betrieb untersagt oder erheblich eingeschränkt wird. Was ist denn mit den Mietzahlungen, die ein Mieter derzeit nicht leisten kann? Mieter bleiben zur fristgerechten Zahlung verpflichtet, auch wenn sie im Krisenzeitraum nicht über die finanziellen Mittel dafür verfügen sollten. Dies hat zur Folge, dass Mieter bei nicht fristgerechter Leistung in Verzug geraten und Verzugszinsen fällig werden können. Sie haben aber bis zum 30. Juni 2022 Zeit, diese Schulden zu begleichen. Schaffen Sie dies nicht, kann eine Kündigung wegen Zahlungsrückstands auch auf ausgebliebene Zahlungen aus dieser Zeit erfolgen. Wird das Problem nicht nur von Mietern auf die Vermieter verlagert? Grundsätzlich schon. Die Bundesregierung geht zunächst davon aus, dass der Vermieter deutlich wohlhabender ist als der Mieter. Und der Ansatz, dass in der Corona-Krise niemand seine Wohnung oder sein Gewerbe verlieren soll, ist ja auch richtig. Was aber noch nicht richtig bedacht wurde: es gibt auch viele Kleinvermieter, die sich entweder mit der Vermietung ihren Lebensunterhalt verdienen oder dies zur Altersabsicherung haben. Diese könnten durch die Zahlungsausfälle ebenfalls in Schwierigkeiten geraten. Hier muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Und ich denke, das wird auch passieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit meinen Erklärungen ein wenig helfen. Haben Sie Fragen oder Anregungen, hinterlassen Sie doch unter dem Video einen Kommentar. Gefällt Ihnen das Video, freuen wir uns sehr über ein Like. Vielleicht abonnieren Sie auch unseren Kanal, so verpassen Sie keine neuen Videos mehr von uns. Ich sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen.